Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, wir sind bereits in Folge 120. Ich habe vom letzten Mal Herbizide-Laden hier die kleinen Paletten noch weggemacht. Mache jetzt hier den restlichen Pflanzenschutzmittel-Part voll. So, und dann begeben wir uns jetzt zu Feld 11. Da wird noch eine einzige Bahn angesät, aber da ist das Unkraut ja schon komplett durch. Und deswegen gehen wir da jetzt hin. Ich werde jetzt hier mal auf Escape gehen. Er speichert jetzt hier was. Der Unkrautpart war ja durch. Ich hatte mich vergessen, das Pflanzenwachstum auszuschalten. Oh, stopp, muss ich abspeichern? Ich speichere sie ganz ab, nachdem ich es eingestellt habe. So, weil wenn ihr jetzt nämlich hier guckt, seht ihr, hier ist der Unkrautpart und hier ist irgendwie noch nichts passiert. Aber wir sehen auch, dass wir Kalk brauchen. Das ist noch so eine unschöne Geschichte. Und deswegen werden wir jetzt unseren Überladewagen, sprich den guten Fendt-Traktor, den wir da ja haben, den werden wir dann nämlich jetzt starten lassen. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, hier haben wir am äußersten Ende keine Lampen dran. Das finde ich sehr, 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 sehr ärgerlich. Man muss mal gucken, bin ich feldmäßig richtig? Weil ich muss zugestehen, dass ich das halt das nicht so richtig einschätzen kann. So, ich hoffe, dass es jetzt geht. Hat die Arbeit erfolgreich beendet. Jetzt geht's. So. 12 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Er ist nicht doll zu reparieren, ist also alles okay. So, hier haben wir den Kollegen, der muss nämlich dann irgendwann mal sehen, dass er auf der 3 und auf der 4 ist jetzt eingeknickt und lässt mich nicht fahren. So. Wollte er nicht ganz normal fahren. So, den fahren wir nämlich jetzt wieder erstmal zurück auf den Hof. Und dann kriegt er nämlich den Kalkstreuer hinten dran und kann schon mal eine Runde ein Feld vorkalken. Sonst kommen wir nämlich nie im Leben mit irgendwas zugange hier. Nacht- und Nebelaktion. Da ich das Wachstum jetzt ausgeschaltet habe, könnten wir jetzt eigentlich Richtung Vormittag vorspulen, damit wir den Spaß los sind. Ne? Wenn man ehrlich ist, könnte man jetzt es hell machen. Aber eigentlich sollte man dann vielleicht noch ein paar Tiere kaufen und dann vorspulen. Weil ihr wollt wahrscheinlich auch nicht nur Nachtsaktionen sehen, oder? Hier ist so die Vermutung. So, da ist der normale Part. Da müsste der Kalker hier hinten sein. Habt ihr das gesehen? Warum reißt er denn plötzlich rum? Ich habe nichts gemacht lenktechnisch. Das ist ein sehr kurioses Gefährt, muss ich sagen. So. Das hier dürfte unser Kalker sein. So. Lass mich raten, ich sollte vielleicht noch ein bisschen Kalk auffüllen. Bevor ich mit dem in den Gänger. Ach, der hat sein. Warum hat er. Der war nach oben. Ich habe doch überhaupt nichts bewegt mit der Maus. Deswegen hat er sich dumm angestellt, weil er sein Dings runtergenommen. Ja, Kalk, danke. Er hat seinen Frontlader runtergenommen, das war der ganze Trick. So, und jetzt muss ich Richtung. Er ist schon wieder eingedreht und ich weiß nicht warum. Was ist denn jetzt los mit dem Traktor hier? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schon wieder. Ist einfach eingedreht. Kann ich nichts dran ändern. Schon wieder.
Und nochmal. Ist das wieder der tolle Bug, den es sonst nur bei LKWs gibt oder so? Er dreht echt einfach nur ein. Ich kann lenken, wie ich will. Ihr seht selber hier, ich habe meinen, ne? Der war eh oben, aber jetzt ist er, ne? Ich mach nichts. Ja, und schon wieder. Ist schon witzig. Ich wirklich, das ist eigentlich traurig, wenn man so will, weil das ist echt eine Sache, die habe ich nicht erst seit 2 Minuten, dass er so einen Kram macht, sondern den Bug habe ich schon öfter, bloß Giants hat sich nicht so gekümmert. Den hatte ich übrigens auch ohne Mods. Also, weil ihr wissen wollt, ich habe auch mal. Es hört doch nicht mal auf zu geht doch nicht mal vom Gas. Ich weiß nicht, wie ich jetzt damit zum Feld kommen soll. Ich habe kein Gas und nichts mehr gedrückt, ne? Und er fährt solche Pioretten. Schon wieder. Damit kommst du nirgends hin. Abgekoppelt. Geht einigermaßen. Jetzt will er nicht rückwärts fahren. Jetzt will er rückwärts fahren. Koppel wieder an. Jetzt hört er nicht auf, rückwärts zu fahren, obwohl ich schon vorwärts Gas gebe. Er sieht selber, er schleift da nicht auf dem Boden und nix. Aber sobald ich ein bisschen lenke, gibt er plötzlich Gas und haut ab. Und dreht immer weiter rum. Falls jemand dafür eine Lösung hat, kann er mir so gerne mal schreiben. Also mich würde das interessieren, wie man so einen Bug behebt, wenn Giants es nicht tut. Wie gesagt, gleiche Fahrverhalten auch ohne Mods. Mit Original-LKW, selbst das passiert. Los, du lenk doch nach links, verdammt. Ich drück doch nach links. Er kriegt nichts hin. Darf ich immer nur so ein bisschen Gas geben? Ich gebe immer nur einen ganz kleinen Schub Gas und lasse ihn rollen. Ich habe Angst, wenn ich lenken muss, so wie jetzt. Ja, da haben wir schon. Und weg ist er wieder. Ja, sorry, dass das jetzt so aussieht, aber ich bin leider mitten in der Folge. Wie soll ich da, er fährt einfach, er kann einfach keine normale Kurve fahren, ohne dass er sich komplett in die Richtung eindreht. Ihr seht selber, ich habe kein Gewicht, ich habe keinen Frontlader unten, gar nichts. Es ist nichts im Weg. Es liegt nichts auf, es liegt nichts unter, es ist nichts bei der Aufhängung verkehrt. Man kann das alles ganz normal sich angucken, es ist nichts Schlimmes da. Sobald ich, ja, und da ist er wieder weg, mich in irgendeine Richtung auch nur minimal in eine Richtung bewegen will, fängt er an komplett, jetzt auch schon wieder komplett in die falsche Richtung. Ja, dann drehe ich weiter rum, dass ich da weiterfahren kann. Will er auch dann auch nicht. Er will nur dahin, wo ich nicht hin will. Sobald ich auch in die richtige Richtung lenke, macht er nichts mehr. Das ist beeindruckend. Vielleicht sieht das ja mal jemand von Giants. Ich kann mir sagen, warum sowas nicht behoben wird. Das ist jetzt eine Mod, der Traktor. Aber wie gesagt, es funktioniert auch genauso mit originalen LKWs. Originalen Aufleger. Können das alle. Nein, nicht der, hier. Ich drücke links und da bin vom Gas runter und er fährt trotzdem in die Richtung. Ich möchte gerne einfach nur die 2-3 Meter nach Feld 3 kommen. Ob das klappt? Ich glaube nicht. Ich lasse den Spaß hier stehen. Ja, also, ich werde jetzt vorspulen dann leider. Wir werden leider nicht mehr viel sehen. Dank Giants. Das ist natürlich dann ärgerlich. Aber so ist es. Aber irgendwie hängt sich das Programm auch gerade so halbwegs auf, würde ich sagen, weil selbst das Durchtappen funktioniert nicht richtig. Sehr schön. Okay, der koppelt sich jetzt ab von alleine. Auch schön. Ich habe jetzt gewagt, hier den Motor anzumachen. Ich fahre mal ein Stück. Mal sehen, ob er sich auch eindreht.
So, er muss nach unten. Ja, er dreht sich auch ein. Also, ja. Tja, was soll ich sagen? Schade, Giants. Hätte auch funktionieren können. Und er tappt auch nicht mehr durch. Der ist irgendwo ins Gemüse gefahren. Hat gar nicht angehalten, hat nicht gemerkt, dass irgendwas ist und nix. Auch schön, das aufhören zu blinken. Irgendwie ist das Programm nicht mehr so solide am Laufen, muss ich sagen. Und die Helfer sind auch nicht immer nur gut. Wie man hier sieht, weiß ich nicht, warum er komplett rückwärts fährt und nicht einfach wendet. So, ich muss jetzt irgendwo aussteigen, um nicht den kompletten Kollaps zu kriegen hier. Den ganzen Spaß darf ich neu starten. Ich muss nur sehen, dass ich an den Zügen hier vorbeikomme. Wo steht der denn? Die haben sich alle überall in den Ringel reingetanzt. Ja, ich habe Tab gedrückt. Dann kannst du weiterschalten. Dankeschön. Jetzt stehe ich auch mal irgendwo aus. Es läuft auch von alleine vorwärts. Also die Steuerung ist irgendwie komplett hinne. Sagen wir es so, wie es ist. Fußgängermäßig kriege ich noch einigermaßen geregelt gerade. Schon spaßig. Ja, was ich jetzt mache, ist ganz einfach. Ich laufe zu den Kühen und werde jetzt gleich vorspulen und werde vorher die Kühe noch welche dazu kaufen, damit wir über Nacht hier noch ein bisschen mehr produzieren. Das ist eigentlich der ganze Trick. Da brauche ich jetzt nicht mit Fahrzeugen sowas arbeiten, weil hier wird ja nicht gearbeitet mit Fahrzeugen, so wie es aussieht. So, Holsteiner Kühe. Dann gucken wir mal. Wie viel wir dafür ausgeben wollen. Ich drücke einfach mal ein bisschen, mal sehen, was denn so kommt, ne? Ich würde sagen, so Richtung 200.000 können wir wohl auf den Kopf hauen. Wir haben ja noch Tabak zu verkaufen. Ja, ich würde sagen, wir machen mal 250.000 oder sowas. Ja, die bestätige ich jetzt mal. So. Und jetzt sollten wir schon eine Ecke mehr an Kühe haben. Ja, 358 haben wir jetzt. Dann würde ich sagen, damit wir hier eine bessere Summe haben, kaufe ich noch zwei dazu. Bestätige das und drücke jetzt Vorspulen. Das Spül hängt sich anscheinend gerade komplett weg. Naja, okay. Kriegen wir aber hin. Wir spulen erstmal vor und dann gucken wir mal, was hier noch passiert. Ob auf der Karte hier noch irgendwo was dazukommt an bösen Sachen zum Sprühen. Warum er jetzt hier komplett zurückfährt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Steuerung sich wohl komplett weggehängt hat bei den Jungs hier. Tappen hängt sich ja auch. Also meine CPU-Auslastung und sowas ist es alles definitiv nicht, muss ich so sagen. Grafikkartenauslastung ist es auch nicht. Der steht jetzt irgendwo. Okay. Bist du jetzt an oder bist du jetzt aus? Er lässt sich voll Wasser laufen, also er fährt. Warum er hier irgendwo mitten im Nichts hängt, weiß ich nicht. Versuch mal ihn rückwärts zu fahren. Welcher Ecke ist er zum Teufel überhaupt?
Ja, aber er hat die letzte Ecke hier gemacht. Dann falten wir ihn hier mal zusammen. Und gucken wir mal, ob die der Steuerungsfehler auch beim Knicklenker ist. Bin ich mal gespannt. Ja, ist er dreht sich ein wie blöd. Das kann man leider abhaken. So, ja, wir sind am Vorspulen. So simpel ist es und das tun wir auch noch. Wir gucken mal, der Einzige, der noch fährt, ist unser Wasserfahrer. Warum er das macht, weiß ich nicht. Aber er tut's, das ist schon mal ganz nett. Die Dings, unsere guten Maschinen sind alle voll. Warum die Autodrive fährt? Vielleicht fährt auch deswegen Autodrive nicht richtig oder nicht los, weil irgendwas da bei dem Programm gerade nicht richtig stimmt. Also ich meine nicht Autodrive, sondern beim Landwirtschaftssimulator. Aber wie gesagt, die Folge ist jetzt zu Ende. Ja, viel Theater am Schluss. Tut mir leid, dass so ist, aber ne, für Bugs kann ich leider auch nicht immer was. Dann sag ich mal, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis morgen. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen da, ein Abo da. Ich würde mich auch sehr über ne, ein Teilen freuen. Und dann machen wir hier morgen weiter. Tschüss.